Wir sind Anna und Josie von Crop Magazine und in der aktuellen DoVox habt ihr das erste Mal Flash-Tattoos gefunden. Die sind ja sowieso der Sommertrend 2015 und falls ihr euch noch nicht so ganz sicher seid, wie ihr sie anwenden sollt oder einfach noch ein bisschen Inspiration braucht, haben wir für euch heute mal ein kleines Tutorial zusammengebastelt. Wir starten damit, erstmal zu erklären, was man dafür alles so braucht. Und zwar braucht ihr eine Schere, damit ihr das Motiv, was ihr euch ausgesucht habt, natürlich erstmal ausschneiden könnt. Dann braucht ihr Wasser, das könnt ihr entweder dann im Badezimmer am Waschbecken machen und wir haben es jetzt hier in so kleinen Schüsselchen gemacht. Und ihr braucht irgendwie so Zewa oder irgendwas, womit ihr eben das Wasser auf eure Haut tupfen könnt oder beziehungsweise auf das Tattoo tupfen könnt. Und ja, dann braucht ihr nur noch das Motiv, was ihr euch gerne auf den Körper kleben möchtet. Und ich habe mir hier so einen Traumfänger ausgesucht und den werde ich mir jetzt mal auf meinen Oberarm kleben. Und das läuft dann wie folgt. Ihr zieht einfach diese Folie ab. Es läuft so ein bisschen wie bei diesen kleinen Klebetattoos, die ihr früher schon wahrscheinlich aus der Bravo kanntet. Das ist dann so ein bisschen zurück in die Kindheit. Dann klebt ihr euch das so drauf. Das hat oben nämlich auch so eine klebende Folie. Und dann kommt jetzt das Wasser zum Einsatz. Befeuchtet das hier so ein bisschen und dann einfach drauf streichen. Am besten ein bisschen mehr, damit das auch gut hält und gut abgeht. Einfach abziehen und dann habt ihr ein wunderbares Flash-Tattoo. Während Anna sich für ein größeres Motiv und den Oberarm entschieden hat, habe ich mir ein paar kleinere, filigranere Muster ausgesucht, die man auch ganz toll als Schmuckersatz auf die Finger kleben kann. Ich habe jetzt sowas zum Beispiel und die bringe ich einfach mal an, ne? Bei den Fingern ist es ganz wichtig, dass man einfach ein bisschen mehr Wasser benutzt, weil die Auflagefläche für die Tattoos natürlich nicht so groß und so glatt ist, wie zum Beispiel auf einem Oberarm und man mit den Fingern auch noch ein bisschen immer am Rumwurschteln ist. Deswegen ordentlich Wasser benutzen. Ja, sieht doch sehr hübsch aus. Kann man natürlich dann auch hier oben noch weitermachen, also da sind eh keine Grenzen gesetzt. Ne? Möglichst viel. Möglichst glitzernd. Ja. Und gerne auch Gold und Silber mischen, was sehr cool aussieht. Ja, was ja eigentlich sonst gerne mal als No-Go gilt, aber diesen Sommer darfst du das durchaus machen. Nochmal, ich mach's nochmal. Du bist ein bisschen unprofessionell, ne? Ich fang nochmal an. Du sagst die kleinen Pappen.